Hallo, hier ist Godula. In diesem Video zeige ich dir meine Pelvic Centering und Pilates Sequenz Nummer 5. Ein 10-Minuten-Workout für alles mal so. Du beginnst im Schneidersitz, kreuzt deine Beine und dann schiebst du deine Hände in den Boden hinein und hebst dein Becken an. Dein Becken etwas hinter die Arme und ziehst deinen Bauchnabel ganz, ganz kräftig nach innen und stellst dir vor, dass du die Füße eigentlich auch noch anheben möchtest. Schieb die nochmal richtig schön hoch hinaus, wie gesagt, das Becken nach hinten. Und dann setzt dich langsam ab und lockerst die Hände aus und nimmst dafür die Füße weit nach oben hoch in ein V und dann kreuzt du die Beine wieder, kannst auch die Beinposition wechseln. Becken etwas nach hinten, schieb dich nach oben heraus, zieh den Bauchnabel kräftig nach innen, stell dir vor, dass deine Rippen nach oben rausziehst, halten, 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 langsam absetzen. Ich zeige das jetzt nochmal hier von der Seite gesehen. Und dann hier in das Boot, Füße geöffnet, Sternum auch anheben und dann noch einmal hinsetzen. Siehst hier, die Hände stehen etwas vor dem Becken, hebst das Becken nach oben an und versuchst dann vielleicht schon mal die Füße nach hinten durchzuziehen. Kann man sich auch so ein bisschen krabbelnderweise nachhelfen und dann ziehst du die Füße wieder nach vorne und gibst das Gewicht langsam wieder ab. Ziehst die Knie heran, schiebst die Beine lang nach oben hoch in das Boot und kreuzt. Wie gesagt, kannst die Füße auch wechseln, mal einen vorne, mal den anderen. Und dann wieder auf die Hände, den Bauch hochziehen und dann die Füße versuchen durchzuziehen, durchzuziehen, durchzuziehen. Und dann setzt du dich wieder hin, Füße nach vorne. Wenn du zu den Menschen gehörst, deren Arme nicht so wahnsinnig lang sind, dann hol dir ein paar 2 Lexika oder sowas vielleicht und setzt sie drunter. Das war jetzt die erste Übung. Dann rollst du dich auf den Rücken, unterstützt den Kopf mit den gefalteten Händen und schiebst die Beine mal nach oben hoch. Und dann von hier aus tippt immer eine Ferse auf den Boden. Das kommt dir vielleicht bekannt vor, auch mal so ein 50-Werk-Workout. Also Bauchnabel schön nach innen. Auch mit den Schultern anheben, also den Kopf nicht nur in diese Hände hineinhängen, sondern aus der Bauchkraft halten. Und dann immer die eine Ferse und die andere. Und dann nimmst du nochmal die Ellbogen dazu und kreuzt von der einen Seite zur anderen. Wenn dir das zu anstrengend ist, kannst du auch die Knie etwas mehr beugen und dann jeweils das gebeugte Knie zum gegenüberliegenden Ellbogen heranziehen. Und nochmal die eine Seite und dann rollst du dich wieder ins Sitzen nach oben hoch. Hebst die Arme hoch an und kreist dann mit dem ganzen Oberkörper aus den Schultern heraus. Also es sind die Arme, die sich in den Schultern bewegen und der Oberkörper an sich kreist aber auch über dem Becken, sodass du immer so ein bisschen Haltearbeit hast, wenn du mit dem Körpergewicht weiter hinten bist und eben auch nach vorne kommst. Schön große Kreise, die Arme in die maximale Streckung und dann rollst du dich wieder auf den Rücken und diesmal in die Schmetterlingslage und machst jetzt so eine Art Crunch. Die Außenkanten der Füßen stellen sich auf und dann ziehst du die Knie heran. Und natürlich erstmal das Muskelkorsett nach innen holen und dann erst die Knie hereinziehen. Das kennst du ja jetzt schon, wenn du eine Weile hier meine Pilates-Videos machst. Und nochmal hier schön in die Zentrierung und dann die Knie heranziehen. Also es ist in der Reihenfolge Muskelkorsett aufbauen, Knie heranziehen und dann nach oben hochrollen. Und nochmal heranziehen und wieder lang und nochmal hochkommen ins Sitzen. Das geht hier knackig die ganze Zeit weiter. Und dann sind jetzt die Kreise etwas größer, sowohl aus den Schultern als auch mit dem Oberkörper an sich. Atme weiterhin hier schön tief und regelmäßig. Und ja, freue ich darüber, dass du mit diesem Flow hier mal ordentlich Kraft aufbaust. Und noch einmal kreisen und dann in die andere Richtung. Zurück, zurücklehnen, die Oberarme nach hinten, die zweite Mal und dann das dritte Mal. Und die 4, dann geht es immer noch weiter, die 5 und die 6 und eine 7 und dann eine 8. Und dann kann man es bei den 16 Kreisen insgesamt belassen und du legst sie auf den Rücken ab und schöpfst erstmal ein bisschen Kraft für den zweiten Durchgang. Hochkommen, Kraft,
Becken nach hinten, Atem fließen lassen und nochmal schön rausstemmen und absetzen. Und dann in das Boot, du kannst auf die Beine eng zusammennehmen und gebeugt und dann wieder rausschieben, nach oben hoch, Becken nach hinten ziehen. Du musst dich natürlich jetzt nicht umdrehen und wieder Beine nach oben hoch. Dann eventuell Füße wechseln, wenn du magst, Becken nach hinten, zieh die Schultern nach vorne und dann versuchst du mal die Füße nach hinten zu ziehen und kommst wieder nach vorne und wieder im Wechsel mit deinem Boot. Der andersherum, du siehst jetzt etwas schneller als am Anfang. Auf die Hände, Becken nach hinten raus, Füße nach hinten und dann wieder die Füße nach vorne und hinsetzen. Und nochmal, naja, die Bootvariante habe ich jetzt geschenkt und dann legst du dich auf deinen Rücken. Und dann geht es wieder los hier mit diesem Criss-Cross. Beine nach oben hoch, Schultern anheben, Kopf ist unterstützt und dann geht es. Und linkes Bein und atme ein und atme aus und links und die 5 und die 6 und die 7, ganz in Ruhe die 8 und dann die 9, da kannst du mal anfangen dich zu drehen, 10 und 11 und 12 und du versuchst auch die untere Schulter auch vom Boden abzuheben, 13, 14 und die 15 und dann hier. Und dann wieder hoch, nach oben aufrollen, Arme nach oben hoch und dann kreisen lassen. Aus den Schultern heraus, großzügig, Stabilisierung, wenn du die Arme nach hinten führst, dein Brustkorb geht so ein bisschen mit. Hier und schöne Kreise und in die andere Richtung. 1 und 2 und die 3, schön offene Schultern und die 4. Und dann rollst du dich wieder auf den Rücken, legst die Fußsohlen aneinander, Muskelkorsett nach innen ziehen, Knie heran und dann so ein Crunch. Und du ziehst dich zwischen den Knien nach vorne durch. Die 2 und wieder abgelegt und die 3 und wieder abgelegt und die 4 und wieder Füße ablegen. Aber halte die Zentrierung die ganze Zeit in der Mitte, die 5. Und wieder lang und 6 und wieder lang und die 7 und dann noch eine 8 und lang. Und die Knie heran, Hände oben drauf, roll dich nach oben hoch und dann nochmal diese Arm-Circles vorne und hinten. Schön großzügig. Also schön die Arme mal in die eine Richtung herum kreisen, schön Kraft in den Schultern, öffne dich hier schön in den Schultern und dann immer noch weitermachen und weitermachen. Das ist gar nicht so einfach, wie es hier vielleicht auf den ersten Blick aussieht. Und in die andere Richtung natürlich auch noch 2 und 3 und ein viertes Mal und die 5 und die 6 und eine 7 noch und dann eine 8. Und dann legst du wieder die Hände auf die Knie und rollst dich auf den Rücken und atmest mal ein wenig durch. Und dann kommst du auf Hände und Knie für die letzten 2 Übungen. Du stellst also auch die Zehen auf und dann schiebst du dein Becken nach schräg hinten oben hoch. Und kommst nach vorne, ziehst den rechten Arm weit nach vorne, ziehst ihn zwischen den Beinen durch. Ziehst ihn neben dich, weit nach oben, du drehst die Schultern übereinander, unter dir durch und dann nochmal nach vorne und dann stellst du die rechte Hand auf, Po nach hinten. Für die linke Seite, weit nach vorne mit der linken Hand, nach hinten zwischen den Füßen, zur Seite raus, ganz nach oben, Schultergürtel übereinander, unter dir durch, wieder ganz lang nach vorne verlängern, Hand aufstellen. Und dann stellst du kurz die Knie ab und bringst das Gesäß nach hinten. Kommt natürlich noch ein zweiter Durchgang, also du kommst auf Hände und Knie und dann wieder Zehen aufgestellt, hinten, Po nach hinten und rechts, vorne und dann hinten und zur Seite raus und ganz nach oben hochgedreht und dann unter dir durch und nochmal lang nach vorne
und die rechte Hand aufgestellt und Gesäß nach hinten. Und für die linke Seite nochmal lang nach vorne ziehen und hinten durch zur Seite und Schultern übereinander und unter dir durch und nochmal lang nach vorne. Und dann stellst du wieder die Hand auf und entspannst auf den Knien. Kannst du natürlich noch 2, 3, 4 Mal durchmachen, so viel wie du möchtest. Und dann kommt die letzte Übung. Kommst hier hoch in den Kniestand, ziehst dich lang und dann rollst du dich ein und machst dich schön rund. Stellst die Hände vorne auf, Gesäß zieht nach hinten. Schieb dich über die aufgestellten Unterarme nach vorne in den hinaufschauenden Hund. Und dann ziehst du dich aus deiner Mitte nach hinten. Und setz das Gesäß auf die Fersen, rollst sie mit einer runden Wirbelsäule nach hinten und schiebst dann das Brustbein und vielleicht auch das Becken nach oben hoch hier in eine schöne Rückbeuge. Und dann wieder hinsetzen und kreuze die Arme, um nach oben hoch zu schwingen in den Kniestand. Bauchnabel nach innen, Contraction hier. Und dann abwärts tauchen, die Hände gleiten weit nach vorne. Zieh die Unterarme zueinander, schieb dich über den Unterarm nach vorne in einen Swan Dive hier nach oben, Brustbein schön vorne und dann wieder nach hinten. Und dann machst du den Rücken hier rund mit angehobenen Knien. Und dann ein paar Mal Cat-Cow mit angehobenen Knien. Ein zweites Mal und dann Knie abwärts und wieder hinsetzen, Rolling Up. Hände hinten aufgestellt und dann wieder eine Rückbeuge hier und wieder abgesetzt. Und dann die Arme nach oben hoch und damit hast du diesen kleinen Powerflow auch schon fertig. Tschüss!